Ich möchte in diesem Vortrag einen Schatz mit euch teilen, der für mich persönlich das ganze Leben lang schon bedeutsam ist und immer bedeutsamer wird. Und um zu verstehen, in welcher Hinsicht ich diesen Schatz meine, hilft vielleicht diese Geschichte, die manche von euch schon kennen, weil sie so lustig ist. Und zwar spielt die in der Zeit, als man noch mit großen Schiffen nach Amerika fuhr. Und eine arme Familie irgendwo aus Europa hat alles Geld, was sie hatte, verwendet und alle Besitztümer, die sie hatte, verkauft, um sich eine Überfahrt zu kaufen nach Amerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Jetzt waren die sehr arm und hatten eben ihre paar Habseligkeiten gerade noch so mit aufs Schiff gebracht, aber sonst hatten sie praktisch gar kein Geld mehr. Und sie waren aber so froh, auf dem Weg nach Amerika zu sein. Das Einzige, was sie sich nicht leisten konnten, waren dort auf dem Schiff, wie die anderen reichen Gäste, auch essen zu gehen. Denn unsere arme Familie, die hatte nur einen Sack von trockenem Zwieback bei sich. Also die ersten paar Tage ging das noch ganz gut, aber in der zweiten Woche war der Zwieback schon ziemlich trocken und es wurde ziemlich eintönig. Und dann haben sie jeden Tag gesehen, wie die schönen reichen Leute zum Essen gegangen sind. Sie haben schon gedacht, toll wäre das schon. Aber sie waren so froh, überhaupt auf dem Schiff zu sein. Alles Geld, was sie hatten, hatten sie für dieses Überfahrtticket ja schon gebraucht. Am letzten Abend, so knapp vor New York, das hat ja so 2 Wochen gedauert, bis man darüber fuhr, sagt der Familienvater: Liebe Frau, liebe Kinder, heute habe ich eine Überraschung. Ich habe euch gesagt, ich hätte alles Geld verbraucht für das Ticket. Ich habe aber ein bisschen was aufgehoben. Zur Feier unserer glücklichen Überfahrt lade ich uns alle heute Abend einmal in das Restaurant ein, so wie die anderen Reichen auch. Und alle ziehen sich das Schönste an, was sie haben und gehen ins Restaurant und sind überwältigt von dem, was sie da sehen. Die Speisen, die es gibt und den Wein und Getränke und alles und die Kellner sind schön angezogen und alle sind schön angezogen und das ganze Bordpersonal ist da und sie haben den Abend ihres Lebens und feiern und es ist so schön und so Musik spielt. Und am Ende des Abends kommt der Kapitän, der da auch gegessen hat, und hält bei ihnen, bei der armen Familie am Tisch und sagt: Ich freue mich so, Sie zu sehen. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, weil sie die ganzen 2 Wochen sich nie haben blicken lassen, auch nie beim Essen waren. Und dann sagt die Familie: Ja, das konnten wir uns jetzt leider nicht leisten. Wir hatten alles Geld, das wir hatten, ja schon allein gebraucht, um die Überfahrt zu bezahlen. Und der Kapitän schaut sie irritiert an und sagt: Hey, ja, gut, also, aber das Essen wäre inklusive gewesen in dem Ticket. So. Was heißt es für uns? Kann es sein, dass es einen Reichtum des Lebens gibt, ein Fest, zu dem wir eingeladen wären und zu dem wir sogar Zugang hätten und das wir einfach nur verpassen, weil, weiß ich nicht, weil wir denken, Zwieback ist alles, was es gibt. Von so einem Fest möchte ich euch erzählen. Und jene, die aus dem Fest rausgelaufen kommen und sagen: Hey, begnügt euch nicht mit dem Zwieback, da drin gibt es was viel Besseres. Jene Leute, denen gebe ich heute ein bisschen einen komischen Namen. Ich nenne die die Mystiker. Dieser Vortrag heißt: Von den Mystikern lernen. Ich selber bin kein großer Mystiker, aber ich habe ein paar kennengelernt. Und zwar persönlich welche und andere über ihre Schriften. Und von diesen meinen Freunden, die frisch aus der Party kommen und uns berichten davon, will ich euch heute erzählen. Denn ich glaube, wir sind auch so Menschen. Auch wir im Westen, wir glauben zum Beispiel, es gibt irgendwie sowas, irgendwie Religion gibt es schon und Glaube, aber das ist auch irgendwie wie so ein trockener Zwieback. So, und es gibt eine wahnsinnige Sehnsucht bei Menschen, auch spirituell auf der Suche zu sein, aber sie kommen nicht mal auf die Idee, das irgendwie in der Kirche oder bei Christen zu vermuten. Alles, was sie mit Christentum verbinden, die meisten von uns auch, ist irgendwelche Regeln halten, vielleicht sich äußerlich noch überheblich abgrenzen gegen andere, die man dann verurteilen kann, aber sicherlich kein Fest. Das Interessante ist aber, genau von dem spricht der Gründer der ganzen Veranstaltung eigentlich schon. Jesus hat in seiner Verkündigung ständig vom Reich Gottes gesprochen, von der Königsherrschaft Gottes. Also ein Königreich ist was Großartiges und er vergleicht dieses Königreich häufig mit einem Fest. Aber jetzt, wo findet dieses Fest statt? Da wird er gefragt und dann gibt es unterschiedliche Geschichten. Manche weisen darauf hin, dass das nochmal kommt. Manchmal, dass wir etwas dazu beitragen können. Und dann gibt es aber auch dieses Zitat. Jesus wird sagen, man wird nicht sagen vom Reich Gottes, es ist hier oder es ist da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, schon jetzt, verfügbar, nicht weit weg davon. Wie kann man sich das vorstellen? Ich möchte mit euch über dieses Reich kurz nachdenken. Und das ist eine Frage, wo 2 unterschiedliche Menschenbilder kollidieren. Wir haben allgemein ein Menschenbild, das glaubt, dass Lebensreichtum draußen ist.
wenn ich viel erlebe, um die Welt reise, ich reise auch gern, oder wenn ich viel weiß, wenn ich reich an Wissen bin, reich an Erfahrungen bin, wenn ich klug bin, wenn ich gewandt bin, wenn ich es drauf habe, dann ist Lebensreichtum. Und dieses Menschenbild hier aber, das mehr mit einem Innen zu tun hat, ist fast wie das Gegenteil. Es sagt nämlich, es gibt einen Lebensreichtum im Innen. Am besten kann man sich's vorstellen, stell dir vor, du bist knallverliebt und zwar glücklich. Du bist in sie verliebt, sie ist in dich verliebt. Dann merkst du auf einmal, ist das Entscheidende nicht, was ich habe und was ich weiß, sondern da ist ein Reichtum in mein Leben getreten und zwar in mein Innen. Man könnte fast sagen, das Menschenbild der Mystiker ist ein erotisches Menschenbild. Also nicht du bist, was du hast, du bist, was du weißt, du bist, was du erfahren hast, sondern du bist, wen du ersehnst. Du bist, wen du liebst. Wen du liebst, wen du ersehnst, sagt mehr über dich als alles andere. Die Mystiker, die haben dann Gedanken aufgegriffen, den es in der Philosophie auch schon gab, bei Platon und später bei Plotin, dass der Mensch ein Sehnsuchtswesen ist, dass er angezogen ist von Liebe und das, wonach er sich sehnt, gibt ihm Auskunft über das, wofür er eigentlich gemacht ist. Und dieses Menschenbild, um das geht es. Ich habe mit euch vor, euch sechs oder sieben Haupteinsichten von meinen mystischen Freunden heute Morgen durchzuschauen. Und ich werde euch immer ein bisschen Anekdoten aus deren Leben erzählen. Und ich glaube, dass es dringend wichtig ist, diese Schätze neu zu entdecken. Das ist das Fest, das ist das Restaurant, zu dem wir eingeladen sind. Und du solltest dich nicht länger mit dem Schiffszwieback begnügen. Auch dann nicht, wenn du sagst, ich bin schon ganz lange ganz gläubig und ich bete viel oder gehe in die Kirche, alles Mögliche. Zu viele von uns leben vom Zwieback. Die erste und zentrale Einsicht ist genau diese Stelle, die ich euch vorher schon zitiert habe. Jesus wird gefragt, wo ist denn dieses Reich Gottes? Und er sagt, siehe, das Reich Gottes, ich habe vorher vorgelesen, ist mitten unter euch. Was hier im Griechischen wörtlich steht, ist entos hymon. Und entos, lateinisch intus, in, gleiche Wort in Deutsch, das heißt, es ist in eurem Inneren. So kann man es auch übersetzen. Es ist mitten unter euch, ist eine gute Übersetzung. Man kann aber auch sagen, das Reich Gottes findet in deinem Inneren statt. Und das ist, finde ich, eine bemerkenswerte Aussage. Wir leben in einer Zeit, ich glaube, wir Menschen allgemein, aber ich habe den Eindruck, es wird immer extremer. Wir leben in einer Zeit der Verschwörung des Außen. Es ist wie auch jetzt, was wir erleben mit Pandemie und was alles passiert in Politik. Es ist wie, es gibt so starke Kräfte, die uns ins Außen ziehen. Was der gesagt hat, was jener gesagt hat, was die sagen, was die anderen sagen. Und es ist wie, als würden die Mystiker rufen und eigentlich die ganze Bibel auch rufen. Ja, das ist schön und gut, aber da möchte in dir etwas stattfinden. Man möchte in dir etwas Gestalt annehmen. Und ich möchte heute dafür werben, lasst uns aussteigen aus diesem ständigen Kreisen ums Außen und die Meinung von anderen und diese Bilder, die wir gesehen haben und jenes. Und lasst uns diesen Weg ins Innen gehen. Das ist bedeutsam. Ich finde es so unfassbar erstaunlich, wenn es so ist, dass sich in mir was ereignen möchte, dann muss ich ja gar nicht weggehen von mir. Ich weiß, ja, ich würde das gern rüberbringen, wie existenziell wichtig ich das finde, dass Gott nicht interessiert ist dran, dass ich irgendwie komisch weggehe von mir irgendwo anders hin und irgendjemand bin, der ich gar nicht bin, sondern wenn das stimmt, dann werde ich ja mehr ich selbst. Dann werde ich mehr zum echten Ich, wenn ich diesen Weg nach innen gehe. Und ich glaube, genau das ist wirklich die Wahrheit. Man kann sich's leicht vorstellen, das klingt schon so mystisch. Einmal mehr, wenn du dich echt verliebt hast, kennst du das Gefühl. Oder wenn du einen guten Freund hast. Der C.S. Lewis sagt, die Essenz von Freundschaft ist der Gedanke, du auch? Ich dachte, ich bin der Einzige. Die Essenz von Freundschaft ist, warte mal, das gefällt dir auch, die Musik hörst du auch, über den Witz lachst du auch. Ich habe gedacht, nur ich habe so einen verdrehten Humor. Das, was mir so wichtig ist, das, was mir so nahe geht, geht dir auch so nahe. Das ist das Gefühl wie, das, was mein Innenraum ist, den betritt ein anderer. Und genau dieses Innere ist, was die Mystiker beschreiben als den Ort, wo Gott uns begegnen möchte. Ganz wichtig,
dieses nach innen kommen bedarf immer wieder auch eines nach innen kommens mit dem Körper, mit dem Leib. Jesus hält seine erste öffentliche Predigt über das Thema Gebet, nämlich in der Bergpredigt. Und was er über Gebet sagt, ist nicht zunächst, welche Worte du verwenden sollst oder welche Theologie dahinter ist oder für wen du beten sollst, sondern das Erste, wovon er spricht, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und mach die Tür zu. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dich belohnen. Wir brauchen die Zeiten der Stille, der Einsamkeit, des Rückzugs aus dem Außen, damit wir uns nicht verlieren in diesem Außen, in diesem Trubel. Ein erster Mystiker, den ich euch vorstelle, Johannes Climacus, 649 gestorben. Er war der Abt des Katharinenklosters im Sinai. Also Sinai-Halbinsel mitten in der Wüste. Eines der ältesten, wenn nicht das älteste Kloster der Christenheit. Er war dort Abt und er sagt etwas über die Zelle des Mönches. Ne? Mönche haben ja eine kleine, einfache Zelle. Er sagt, geh in dein Kellion. Kellion heißt Zelle. Geh in dein Kellion und dein Kellion wird dich alles lehren. Das ist ein tiefes Wort. Er sagt, halt mal Einsamkeit aus, geh mal in die Stille, bleib mal bei dir. Und alle weiteren Schritte werden sich schnell ergeben. Eine Mystikerin, die mehr über dieses Innen wahrscheinlich nachgedacht hat als alle anderen, ist eine, die ich auch ganz, ganz, ganz gerne habe. Sie heißt Teresa von Avila. Sie kommt aus dem 16. Jahrhundert in Spanien und sie war eine unglaublich moderne Frau. Sie war in einer Zeit, wo Frauen gesellschaftlich viel weniger Möglichkeiten hatten als heute, war sie eine totale Gründerpersönlichkeit. Sie hat überall in Spanien Klöster reformiert und gegründet. Das war eine unglaublich große Bewegung. Sie war auch umstritten. Aber ihre zentrale Einsicht ist, dass das Herz des Menschen so etwas ist wie eine Burg, die ringförmig um ein Zentrum herum angeordnet ist. So, also es gibt hier verschiedene Wohnungen. Sie spricht von 7 Wohnungen. Und sie sagt, die allermeisten Menschen halten sich die meiste Zeit ihres Lebens total im Außen auf. Und sie sagt so, ihren jungen Schwestern gibt sie den Rat, der erste Schritt ist erstmal, hör mal auf, dich über andere zu ereifern und bleib mal bei dir selbst. Fände ich einen super Ratschlag, auch für uns in der heutigen Zeit. Hör mal auf, ständig irgendwelche Theorien über andere. Geh mal in diesen inneren Ding hinein. So. Und jetzt sagt sie aber, das finde ich total total Wahnsinn, im Innersten der Seele, da ist nicht irgendwie lauter Dreck und Mist und wir sind ja so blöse und so arm, sondern sie sagt, nein, ihr innen drinnen ist der lichteste und hellste und schönste von diesen Räumen. Tatsächlich ist er so schön und hell, dass er wie ein Kristall alle anderen Räume auch erleuchtet. Sie sagt, wenn jemand sehen würde, wie überwältigend schön dieser Ort im Innen ist, würde er wie vor Staunen vergehen. Teresa denkt natürlich vom Evangelium her. Sie denkt nicht pantheistisch, jeder Mensch ist ein kleiner Gott. Das wäre ein großes Missverständnis. Jeder Mensch hat diese Offenheit auf Gott hin. Aber Jesus sagt von sich selber, dass er der Schlüssel und die Tür ist zu dem Reich Gottes. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, passiert ja was in deinem Innern. Das ist nicht nur, dass du ein Ticket bekommst, ich komme irgendwann später in den Himmel oder sowas, sondern durch die Kraft und Gnade Jesu passiert ja an Erneuerung und Wiederherstellung in deinem Innern was, sodass du Gott wohlgefällig bist. Ja, wir beten das, mach mal Jesus, komm in mein Herz. Ja, und was machen wir dann die nächsten 30 Jahre? Wir lassen ihn dort allein. Und das ist die Erkenntnis, die Teresa tatsächlich ganz genauso formuliert. Sie sagt, hätte ich doch früher rausgefunden, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. Nochmal, wenn ich früher herausgefunden hätte, dass Gott in meinem Herzen wohnt, hätte ich ihn dort nicht so oft allein gelassen. Das Problem ist nicht, dass Gott schwer zu finden ist. Du bist schwer zu finden. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht da wäre. Der ist da, der wartet auf dich. Aber wo bist du? Wo bin ich? In meinen Gedanken, in meinen Beschäftigungen, irgendwo da draußen. Er wartet auf dich im Innen. Und noch lange Zeit vor der Teresa von Avila sagt Augustinus was Ähnliches. Ich nenne diese Überschrift, in mir, das war der erste Punkt, in mir, ist ein heiler Ort. In mir ist ein Ort, der wiederhergestellt ist von Jesus und wo Gott auf mich wartet.
Augustinus, der war im 4. Jahrhundert und dann im 5. Jahrhundert ein rechter, ein Draufgänger und ein Partytyp und ein großer Suchender und Denkender und Philosoph. Und er war sein ganzes Leben lang auf der Suche. Und an einer Stelle sagt er, ich habe dich überall gesucht, aber außerhalb meiner selbst und habe nicht gewusst, dass du mir näher bist, als mein Innerstes mir nahe ist. Gott ist dir und deinem Zerbrechlichsten, deinem Tiefsten und Geheimsten näher, als du dir selbst. Er selber wohnt dort. Und was mich bei Teresa so beeindruckt ist, welchen positiven Blick, welchen Blick der Annahme sie dadurch auf sich selbst hat. Die Selbstverdammnis, die Selbstverurteilung ist einer der größten Killer des geistlichen Lebens. Es ist so, wie Teresa sagt, wenn du nicht glaubst, dass du von Gott begnadet bist, dass du geliebt bist, dass er da wohnen will, dann wird alles andere auch schräg. Es ist so ähnlich wie, stell dir vor, du hast so eine Jacke an mit Reißverschluss. Wenn du den unten falsch einfädelst, geht es oben irgendwann nicht mehr. Es wird oben nur noch schräger. So ist ein geistliches Leben, das nicht gegründet ist, auf bedingungslose Liebe und Annahme. Was auch immer du drauf baust, wird irgendwann schräg, wird irgendwann verklemmt, wird irgendwann hart, wird irgendwann stressig, wird irgendwann Zwieback. Aber wenn du startest davon, dass du geliebt, dass du begnadet bist, dass es einen heilen Ort in dir gibt, bei dem mit dir Gemeinschaft zu haben, Gott sich zutiefst ersehnt, dann ist das, was du drauf baust, auch wenn du dich bemühst, auch deine Askese, auch deine Anstrengungen, die ja alle ihren Platz haben, auf einer heilen Grundlage. So, nächster Schritt. Wenn das so ist, wenn Gott im Verborgenen schon auf dich wartet, dann heißt es aber, Gebet und geistliches Leben ist nichts, wo du bei Null startest, nichts, dass du überlegst, so, was kann ich jetzt tun, um irgendwie gut zu sein, sondern da passiert schon was und es ist eher an dir zu kooperieren mit dem, was Gott schon tut. Quer durch die Traditionen, die ganzen Mystiker, wird dieses Thema immer wieder betont. Einer der ersten, der es betont, ist Johannes Kassian, ein ganz interessanter Typ. Johannes Kassian geht nach Ägypten und studiert das Leben der ersten Mönche. Die sind da in der Wüste und leben eben in ihren Klöstern. Und er geht aber dann zurück nach Griechenland und schließlich kommt er sogar nach Frankreich, nach Marseille und gründet dort ein Kloster. Er bringt diese Klostertradition nach Europa. Und er hat das Leben dieser Mönche studiert. Und er sagt zum Beispiel an einer Stelle, wenn du ein Gebetswort betest, wenn du einen Satz in der Schrift betest, ein Lied singst und du spürst, dass die Salbung des Geistes, dass die Kraft, dass die Freude auf diesem Wort ist, wiederhole dieses Wort. Und aus dieser Erkenntnis kommt die ganze Tradition des Hesychasmus. Hesychasmus hat viel mit dem Jesusgebet zu tun. Die ganze östliche Tradition, also östlich im Sinne von orthodoxe Kirche, die östliche Tradition des verweilenden Gebetes. Also, dass du ein einzelnes Wort nimmst, zum Beispiel nur das Wort Jesus oder ein einzelnes Schriftwort und das liebend wiederholst. Das ist kein Mantra, sondern es ist die Empfindung, dass Gott hier am Werk ist, und dass er mich lockt, dass er mich hier hineinziehen möchte. Anderes Bild dafür sagt der Ignatius von Loyola, der auch viel später im 16. Jahrhundert lebt. Er sagt, wenn du innere Impulse hast, innere Gedanken, die aufsteigen, unterscheide solche, die Trost spenden und solche, die Misstrost spenden. Ich weiß nicht, wie man Misstrost sonst sagen kann. Also die dir die Kraft rauben. Und er sagt, die Stimme Gottes, diese Einladung Gottes, die dich ins Innern zieht, ist die Stimme, die mit Trost einhergeht. Ein Zitat von Teresa von Avila für dieses, ja, wo Gott nach außen fasst, um uns ins Innern zu ziehen, finde ich total köstlich. Das muss ich euch vorlesen, das ist so nett. Teresa schreibt, es geht nicht ums Nachdenken, sondern aufmerksam sein auf das, was der Herr in der Seele wirkt. Er zieht sie ins Innere wie ein Igel oder eine Schildkröte. Das finde ich nett. Die Schildkröte, die zieht sich so zusammen. Und er sagt auch, so, das will Gott mit der Seele auch erlockt ins Innen. Und das zweite Zitat, das ihr hier an den Screens habt, sie schreibt in ihrem Buch Die innere Burg, die Seele, sie lasse einfach zu, dass sie dieses genießt. Ohne jede Anstrengung, außer ein paar liebevollen Worten. Sie sagt, es geht nicht mal darum, sich drum anzustrengen,
an nichts zu denken, um das geht's gar nicht, sondern es geht eher um ein, naja, wie nennt man's? Ein Wahrnehmen lernen, ein Schmecken lernen. Ich selbst habe das eher auf die harte Tour gelernt, oder ich bin noch dabei, das auf die harte Tour zu lernen. Ich schreibe hier mal drüber von den Mystikern lernen, dass wir zwischenzeitlich nicht vergessen, worum es hier geht. Also ich bin ja einer von den Menschen, der, ich bin verkopft, ich bin viel am Tun, ich bin extrovertiert und so. Und ich habe nach meinem Abitur einige Zeit in einem Kloster in Jerusalem verbracht. Und für mich eine der lehrreichsten Schulen war, ich bin dort einem Abt, also dem Leiter, dem Vater dieses Klosters begegnet, der mich total beeindruckt hat. Und der hat mich ein bisschen unterwiesen im Gebet und er hat mir den Auftrag gegeben, mich ruhig hinzusetzen auf so einen Knieschemel und eine Stunde lang nur meinen Körper wahrzunehmen. Und ich wäre fast ausgeflippt, habe gesagt, was soll das, warum soll ich meinen Körper wahrnehmen? Linker Fuß, rechter Fuß, Niere, Niere nicht, aber. Also, mich hat das total genervt. Und mich hat es 2 Wochen lang genervt. Ich habe es in Treue trotzdem weitergemacht, weil mich dieser Abt so fasziniert hat. Aber ich habe erst mal gecheckt, dass ich überhaupt nicht bei mir bin. Weil du hast ja nicht nur einen Körper, du bist ja ein Körper. Und wenn du deinen Körper, wenn du dein Leib nicht wahrnimmst, naja, dann nimmst du dich selber auch nicht wahr. Deine Gefühle auch nicht wahr. Und wir sind unglaublich oft außerhalb von uns selbst. Das ist schon öfter erzählt, aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Und wenn er ehrlich ist, müsste er antworten, wie es mir geht, ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin so viel mit anderen beschäftigt. Und die Wahrnehmung des Körpers, die Wahrnehmung erstmal, ich bin hier, okay, da drückt was im Bauch, da bin ich ein bisschen verspannt, mein rechtes Knie fühlt hart Schmerzen. Allein diese Wahrnehmung schon ist ein Schritt, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Gott wohnt im Hier und Jetzt. Nur du bist meistens nicht da. Du bist meistens woanders. Und dieses Lernen der Wahrnehmung, ich schreibe das mal hier hin, Wahrnehmen ist ein unfassbar schönes Wort auch, weil man etwas, was wahr ist, annimmt. Dieses Lernen der Wahrnehmung scheint mir gerade in unseren digitalen Zeiten, die so schnell sind, eine der wichtigsten geistlichen Übungen überhaupt. Dass wir lernen, wieder wahrzunehmen, dass wir lernen, auch uns anzunehmen, da zu bleiben, es auszuhalten, mit uns selbst ins Innen zu gehen. Das ist das, was die Mystiker uns lernen. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, das hört sich jetzt ein bisschen schon nach so einer Technik an, als müsste ich hier irgendwie was üben und leisten. Und dann kommen Leute, die theologisch fit sind, sagen, ja, es geht aber doch nicht um Leistung. So hier kein Leistungssport. Und über das Thema, wo ist unser Beitrag und was tut Gott? Über dieses Verhältnis haben die Mystiker unglaublich viel nachgedacht. Und die schönste Geschichte dazu möchte ich euch jetzt erzählen, weil sie ganz viel versinnbildlicht. Und die geht so. Da war ein junger Mönch und der kam eines Tages zu seinem Abt und hat gesagt, Abt, was kann ich tun? Ich bleibe jetzt mal in diesem Bild. Was kann ich tun, um an diesen Ort zu kommen? Wie kann ich das machen? Und da hat der Abt gesagt, das kannst du genauso wenig beeinflussen, wie du die Sonne morgens dazu bringen kannst, aufzugehen. Und dann war der Mönch enttäuscht, hat gesagt, okay, wenn ich nichts machen kann, warum beten wir dann? Warum fasten wir? Warum stehen wir nachts auf? Warum leben wir so, wie wir leben? Und der Abt antwortet, um sicherzustellen, dass du wach bist, wenn sie aufgeht. Das ist ein wunderschönes Gleichnis für den aktiven und den passiven Teil im geistlichen Leben. Ich nenne diesen Punkt, also nochmal der erste Satz ist Gott, also in mir ist ein heiler Ort, wo Gott mich lockt, wo Gott mich ruft, mit und ohne Leiter. Manchmal brauchst du eine Leiter. Manchmal ist es an dir, Schritte des Vertrauens zu gehen, der Sünde zu widerstehen, treu zu sein. Und manchmal kommt der Aufzug und zieht dich hoch. Und du weißt aber nie, wann was ist. Manchmal ist es an dir, zu schauen, dass du wach bist. Und oft ist es an der Sonne, einfach aufzugehen. Beides gibt es im geistlichen Leben. Das ist eine wesentliche Erkenntnis der Mystiker. Muss man übrigens gar nicht so weit gehen, irgendwelche Mystiker lesen. Man kann auch einfach die Bibel lesen.
schon, weiß ich nicht, hunderte von Jahren vor Christus, 1000 vor Christus oder so, ist dieser Psalm geschrieben worden, Psalm 131. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Interessant, mein Herz hat nicht vor, irgendwas hast du nicht gesehen, Großartiges, will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend. Ja, meine Augen fahren nicht irgendwo rum, oh, hast du das gesehen und was machen die und oh, das ist aber toll. All das nicht. Ich gehe nicht um mit Dingen, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Also es geht mir auch nicht darum, alles zu wissen oder der Klügste zu sein, alles zu durchschauen. Sondern habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Interessant. Der Psalmist sagt, er hat selber seine Seele beschwichtigt und beruhigt. Das ist offensichtlich seine Aufgabe. Offensichtlich ist seine Verantwortung, die Seele bei der Hand zu nehmen und zu sagen, schau, jetzt kehren wir ein. Und jetzt das Ergebnis ist, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, entwöhnt, kann man sagen, ein fertig gestilltes Kind bei der Mama, also ein Baby, das gerade gestillt wurde. Wie ein frisch gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Was wäre das für ein Leben, wenn deine Seele in dir ist wie ein frisch gestilltes Kind? Hast du das mal gesehen? Ein Baby, wenn es so getrunken hat und so einschläft, mit so einem seligen Lächeln, da läuft noch ein bisschen die Milch raus. Einfach pure Seligkeit. Ihr Lieben, das ist das Bild, das hier entworfen wird. Das ist dein Erbe. Das ist das Fest, zu dem du eingeladen bist, so zu leben im Innen. Das steht auf deinem Ticket drauf. Dazu bist du eingeladen. Nicht nur zu irgendeinem äußeren Moral und du sollst das nicht tun und dann musst du am Sonntag hingehen. Das ist alles schön und gut. Aber die Einladung geht viel weiter und sie geht viel mehr in dein Innen. Sie geht ins Innen, aber dieser Weg der Innen, ins Innen ist auch ein Weg der Erläuterung. Ja? Du begegnest deinem wahren Ich, aber es gibt auch ein falsches Ich, das sterben muss. Es gibt, wie soll ich sagen, das ist ja nicht irgendwie eine abstrakte Stufenleiter, sondern du interagierst mit einer realen Person, Gottes Person. Gottes Person. Und er ist unendlich größer als du. Wenn du ihn, Anselm von Canterbury sagt mal, wenn du ihn verstehst, dann ist es nicht mehr Gott. Ja? Also er ist größer als deine Konzepte von ihm. Bei Abraham sieht man das sehr schön. Der wird rausgerufen von Gott und er weiß erstmal, nur das spricht Gott zu ihm. Das ist der Weg des Gebets, das ist auch ein Weg, ich nenne das mal, ein Weg ins nackte Du. Gott sprengt unsere Konzepte, er bringt uns und dich in Zeiten, wo dir nur noch sein Du bleibt, wo er unverständlich ist, aber nicht um uns zu schocken oder um uns zu provozieren, um das geht's nicht, aber um uns rauszulocken aus diesen Verkrustungen und Barrieren unserer Fiktionen. Unsere Illusionen, wo wir uns selber in die Tasche lügen, wo wir uns was vormachen. Und er ruft uns in dieses Du. Viele Mystiker, ich denke jetzt auch an Johannes von Kreuz und so, viele Mystiker betonen das, dass es ein Weg ist, der übrigens individuell bei jedem anders aussieht. Bei jedem sieht er anders aus. Ein Weg, der auch ins Dunkel führt, wo es auch Zeiten gibt, wo du nicht klar siehst, wo dir nur dieses nackte Du bleibt. Einer der eindrucksvollsten Texte ist von einem anonymen Autor aus dem 14. Jahrhundert aus England. Das Buch heißt schon geheimnisvoll, The Cloud of Unknowing. Die Wolke des Nichtwissens. Manche sagen, das ist Juliana von Norwich, die das geschrieben hat. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Sie hat der Autor am tiefsten durchdacht, dass Gott jenseits unserer Konzepte von ihm ist. Zwei Zitate, die ich sehr krass finde. Alle Dinge, an die du denkst, sind, solange dieses Denken währt, über dir und zwischen dir und deinem Gott. Alles, an was du denkst, ist noch zwischen dir und Gott. Damit ist nicht gemeint, dass du so einen Nirvana-Zustand erreichen musst, wo du nichts mehr denkst. Das ist nicht. Du musst wissen, all deine gedanklichen Konstrukte sind immer noch bedeutend kleiner als das, wer Gott ist. Und jetzt sagt sie, was soll man dann tun? Und ich liebe diesen Satz. Bohre den spitzen Speer
der sehnenden Liebe in die dichte Wolke und lass nicht davon ab, was auch immer geschehen mag. Sie sagt, das ist das Werk. Sie nennt es das Werk. Sie sagt, das ist das Werk, auf das es in deinem Leben ankommt, das wichtiger ist als alles Äußere. Wir haben hier vor der Konferenz auch dieses Bild von der Wolke. Sie sagt, oft ist Gott wie eine dunkle Wolke des Nichtwissens. Und dein Job ist es, den spitzen Speer deiner sehnenden Liebe in diese dichte Wolke zu bohren, auch jenseits allen Verstehens, auch in ein nacktes Du hinein. Und das ist das Werk, was wirklich die Welt verändert, was wirklich dein Herz verändert. Es ist natürlich auch ein Weg der Läuterung oder ein schöneres Wort für Läuterung vielleicht nenne ich der reifenden Liebe. Also es gibt nicht nur die einfachen Etappen, ne? Es gibt auch solche, ich mal hier mal so eine braune Etappe und Teresa von Avila beschreibt es genauso. Ich sage, es gibt so 7 Wohnungen und da gibt es auch Nächte. Wir brauchen neu dieses Verständnis, dass es im Glaubensleben auch schwierige Phasen gibt. Und zwar nicht, weil du es falsch machst oder weil es doch nicht funktioniert oder weil es doch nur für besonders tolle ist, sondern weil das dazugehört. Wir brauchen Wortschatz dafür. Alle Mystiker schreiben, dass das Zentrale ist, in diesen Nächten, in diesen Wüstenzeiten, die Fähigkeit zu entwickeln, geduldig auszuharren, in Geduld zu warten. Und Gott läutert uns, dass es uns nicht nur um die Erfahrungen geht. Ich habe vorher gesagt, dass es ein Clash von Menschenbildern ist. Es gibt ein Menschenbild, zu dem auch vieles gehört, was bis dann im Spirituellen und in der esoterischen Szene gehört. Ich muss Erfahrungen machen. Ich muss spirituelle Erfahrungen machen. Ja, da ist was Schönes dran, aber die Liebe ist noch mehr als Erfahrungen. Du liebst doch nicht einen Menschen, weil du sagst, ich will mit dir Erfahrungen machen. Ja, Erfahrungen kannst du mit dem Computerspiel auch machen. Aber ein echtes Du ruft dich immer hinaus aus deinem Egoismus, aus deinen Verstrickungen. Deswegen ist der Weg der Liebe auch in einer Beziehung oder in einer Gemeinschaft und der Weg des Gebetes sehr, sehr, sehr ähnlich. Gott ruft dich in ein Reifen der Liebe und zu dem gehört auch, Zeiten durchzuhalten in Treue, an denen sich entscheidet, ging es dir jetzt nur um Gefühle oder geht es dir wirklich um das Du? Diese Zeiten sind elementar wichtig. Ein Mystiker, den ich kenne, schreibt mir immer wieder WhatsApp-Nachrichten, der lebt noch, ein alter Eremit, der hat mir mal gesagt, Johannes, wenn meine Gebetszeit trocken ist, mache ich sie doppelt so lang. Und ich so, was? Ich würde sagen, wenn es trocken ist, dann höre ich auf, bringt mir heute nichts. Er sagt, ich mache es doppelt so lang. Er hat gesagt, er hat herausgefunden, die geistlichen Dürrezeiten sind wie Wüsten. Wenn du schneller durchgehst, kommst du schneller wieder an. Also es ist wirklich, er sagt, manche sind so wie Nomaden, die gehen nie richtig in die Wüste rein, weil sie immer Angst haben, oh, ist so Wüste, ist so dunkel. Und dann kommen sie auch nie richtig durch. Und er sagt, doppelt so lang und geradeaus durch. Finde ich mutig. Das Letzte, den Punkt will ich gar nicht mehr so groß vertiefen, aber ich möchte es einfach nur noch gesagt haben, weil wir es oft aus dem Blick verlieren. Was wir von den Mystikern lernen können ist, alle Mystiker, die ich kenne, fast alle, haben ein Gespür dafür, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören. Dein Körper spielt eine Rolle. Ganz früh haben diese Mönchsväter schon darüber gesprochen, wie man sich hinknien soll oder dass man aufstehen soll oder dass man nachtwachen soll oder dass man fasten soll oder über Körperhaltungen, teilweise auch das Gebet zu verbinden mit dem Herzschlag, das Jesusgebet, das Gebet zu verbinden mit dem Atem. Die Mystiker denken sehr ganzheitlich. Teresa von Avila und auch Johannes vom Kreuz schreiben unfassbar viel, was wir heute einpassen würden in das Fachgebiet Psychologie. Ja, manche Leute sagen immer, ja, sollte man Psychologie und Glauben so sehr mischen? Hey, du bist Körper, Geist und Seele. Und in dieser Einheit von all dem bist du gerufen, gegenüber Gottes zu sein. Und wenn du dich auf diesen Weg mit Gott begibst, wirst du mehr eins in Körper, Geist und Seele. Mehr eins in dir selbst und wirst mehr du selbst. Das ist eigentlich unglaublich schön. Das sind die wesentlichen Sachen, die man lernen kann von den Mystikern. Und ich möchte jetzt zum Abschluss 2 Fragen stellen. Die erste ist, was bringt das Ganze? Und die zweite, was ist
das Hindernis? Was ist das Haupthindernis? Erstmal, was bringt das Ganze? Schönen Vergleich gelesen. Australien ist ein riesengroßer Kontinent. Und die Leute leben an der Küste, fast alle. In der Mitte, da ist nur der große Berg und viel Wüste und Steppe und so. Und die Leute leben an der Küste, innen lebt fast niemand. Aber die meisten Bodenschätze in Australien sind in der Mitte. Oder allgemein in den dünn besiedelten Gebieten, wo es Steppe ist, wo Outback ist. Das heißt, du brauchst Menschen, Männer, die dort Erdöl oder Kohle oder Eisen abbauen und von diesem Reichtum leben alle, die an der Küste sind. Das ist die Berufung jener, die gerufen sind, ein tiefes und geistliches Leben zu führen. Das sind Schätze, die immer früher oder später ins Sichtbare fließen, aber wir wissen nicht genau wann und auf geheimnisvolle Weise oft auch nicht wie. Aber es ist so. Es sind reale Schätze, die früher oder später immer sichtbar werden. Es ist nur wichtig, auch das haben die Mystiker immer wieder gelehrt. Es geht nicht nur um eine fromme Sonderexistenz, dass du eine Stunde in der Woche geistlich bist. Das meiste ist Alltag deines Lebens. Fast alles ist Alltag. Das heißt, es geht im Letzten um die Frage, wie lebst du deinen Alltag? Unter wessen Blick tust du das Alltäglichste? Und viele Mystiker oder viele Heilige, ich denke auch an Therese von Lisieux, haben hauptsächlich geschrieben über dieses Leben im Alltag, im ganz Kleinen. Ich möchte euch eine ganz scheinbar kleine Geschichte erzählen, aber eine, die mich echt berührt hat. Wir hatten mal einen Referenten auf einer unserer Konferenzen, so Pete Gregg, den ich auch sonst schätze, echt ein Mann des Gebetes. Und der ist wieder weggefahren. Wir hatten ein Gästezimmer für ihn. Und mir ist aufgefallen nach der Konferenz, dass er im Gästezimmer einen kleinen Brief hinterlassen hatte, handgeschrieben, für die Person, die das Gästezimmer für ihn hergerichtet hat. Jetzt, ich bin auch auf Konferenzen unterwegs, in manchen Jahren auf Dutzenden oder Hunderten von Hotelzimmern und Gästezimmern. Und es ist das Letzte, woran du als Referent normalerweise denkst. Du denkst einfach nur, wann ist mein Flug und ich will wieder heim zu Frau und Kind und ich halte meinen Vortrag. Aber diese Geste, hey, ich überlege mir, da hat jemand für mich das Bett heute Morgen gemacht, hat mir ein Wasser hingestellt und ich schreibe der Person einen Brief, hat mich tief berührt. Unter anderem, weil das eine meiner Schwächen ist. Ich bin oft so in meinen, weiß ich, irgendwo, dass ich diese alltäglichen Sachen oft nicht so einen Blick dafür habe. Und der Gradmesser deiner geistlichen Entwicklung ist aber die tätige Liebe. Es ist immer das, was kommt am Schluss an gelebter Liebe raus. Das ist die Frucht, die rausfließt. Und die sogar Menschen erreicht, die gar nicht wissen, was da für eine Theorie dahinter ist. Sie spüren es trotzdem, dass ein Unterschied ist. Das sind Menschen, die strahlen und leuchten und die Lebenswasser verströmen. Jetzt ist die Frage, was ist der Hauptfeind dieses Weges? Der Hauptfeind dieses Weges sind nicht die Ablenkungen, sind nicht die anderen bösen Menschen, sind nicht deine großen Sünden. Das Haupthindernis ist die Entmutigung. Das Haupthindernis ist irgendwann zu sagen, weißt du was, ich gebe auf. Das ist zu viel. Das ist vielleicht was für irgendwie ganz besonders Tolle irgendwo da in Augsburg oder keine Ahnung, aber nicht für mich. Oder im Sinai-Kloster, aber nicht für mich. Ich bin raus. Dass du dich selber disqualifizierst. Das ist die Hauptversuchung, dass du irgendwo hier stehen bleibst. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte einmal mehr aus dem Leben von Jesus erzählen. Die habt ihr aus meinem Mund vielleicht schon gehört, weil sie für mich auch einer der Schätze ist, ein persönlicher Schatz. Und es ist eine Geschichte, glaube ich, die viele von uns gut kennen. Und es ist die Geschichte von einem ganz einfachen Typen, der hatte nichts Besonderes vorzuweisen. Und der Typ hatte den schönen Namen Simon. Und Simon war ein Fischer, das war damals kein besonders großartiger Beruf, also keine Qualifikation, dass er irgendwie groß ein Herrscher war oder studiert oder gescheit, einfach ein Fischer. Und er hatte aber eine Fähigkeit, und das ist erstaunlich, er hatte die Fähigkeit, dass er diesem Jesus einfach geglaubt hat. Jesus hat gesagt, komm, folg mir nach. Er hat gesagt, ja, das will ich. Also irgendwas, ich sag mal so, irgendwas in seinem Herzen hat ja gesagt zu diesem Jesus. Und dann hatte er, man könnte sagen, so eine steile Karriere hingelegt.
Ja, also er wurde ein Apostel, das ist schon cool, einer von den 12, die da mit Jesus rumlaufen, mit dem Messias und so. Und dann nicht nur irgendein Apostel, Jesus hat ihm sogar ganz ein entscheidendes Amt gegeben. Also er ist wirklich so der Chef und gut, immer wenn er den Mund aufmacht im Evangelium, kommt irgendwie Mist raus. Also er hat irgendwie ziemlich viele, also nicht die tollsten Kommentare. Also er war nicht immer die charakterliche Reife schon so da, kann man sagen. Aber trotzdem schon echt ein toller Apostel. Und er hat sogar einen neuen Namen von Jesus bekommen. Und der Name heißt Fels, Kephas. Englisch The Rock. Ich sag mal, so zum Spaß manchmal Rocky. Ja, so. Und aus diesem kleinen Simon, ja, hat einen neuen Namen, wird nach und nach, ja, wird so ein Riese. Das ist, oder er denkt so von sich, das ist Rocky. Jetzt bin ich kein kleiner Fischer Simon mehr, sondern ich bin der Fels. Und genauso tritt er auch auf, immer im Evangelium. Hey, das sind welche, die folgen nicht uns nach Sommer. Also er sieht sich als der Tollste. Er ist ein bisschen so hart. Ne? Jesus sagt auch, hey, Vorsicht, du wirst mich bald verraten. Ich nie. Wenn alle anderen dich verraten, ich nie. Ich nie. Weißt du was? Ich bleib nicht wie eine von diesen Dummies da außen beim Zwieback. Ich werde da voll die Mystik durchrauschen. Zieh das jetzt um, hey. Hier kommt Rocky. Wenn alle anderen dich verraten, ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Ja, und dann passiert das, was im Leben von uns allen passiert. Nämlich, dass wir scheitern an unseren Idealen. Ja? Kein Plan überlebt den Kontakt mit der Realität. So, ja? Wir scheitern an unseren Idealen und was so toll begonnen hat, bekommt auf einmal Risse. Und beim Rocky Simon war das nicht nur klein, sondern es war das ultimative Scheitern. Ich weiß nicht, wo du schon gescheitert bist im Leben, ich bin schon oft gescheitert. Aber so scheitern, dass du den Messias in der entscheidenden Stunde wegen einer Nichtigkeit dreimal verrätst, ist schon vom Feinsten. Ne? Also der Petrus war ja nicht mal mit dem Tod bedroht, sondern der fragt den so Mitarbeiter, kennen Sie denn Jesus? Nö, nie gesehen. Und das Ding geht dreimal und das, obwohl er gewarnt war. Das heißt, der fällt so derb auf die Schnauze, dass dieses große Fels-Rocky-Dingsbums echt einen ordentlichen Riss bekommt. Ja, was für ein Riss? Einen so massiven Riss, dass er an sich selber verzweifelt. Wir lesen nur in der Bibel, er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, das glaube ich schon. Aber was wir auch lesen ist, dass Jesus dann von den Toten aufersteht und Petrus aber wegläuft. Er geht nämlich zurück nach Galiläa. Was ist denn Galiläa? Ja, Galiläa ist das, wo er herkommt. Da war er der Fischer. Das war das, bevor die ganze großartige Jesus-Geschichte anfing. Jesus ist in Jerusalem gestorben und auferstanden. Petrus läuft weg. Das heißt, vielleicht freut er sich gar nicht drauf, Jesus zu sehen. Hey, schau mal, wenn ich meinen besten Freund in der Todesstunde verrate, freue ich mich auch nicht unbedingt drauf, ihn wiederzusehen. Also wenn du mich verrätst in einer entscheidenden Situation, ja, stell dir vor, wir werden beide überfallen und der eine fragt, kennst du den? Sagt, nee, kenne ich nicht. Okay, dann lasse ich dich laufen. Du bist ein toller Freund. Wenn ich dir dann wieder begegne, ich hätte schon noch ein paar Fragen an dich. Ah, jetzt kennst du mich auch einmal wieder. Das ist interessant. Und weißt du, was Petrus macht? Petrus disqualifiziert sich selbst. Jesus hat zu ihm gesagt, du warst Fischer, jetzt wirst du Menschenfischer. Was macht Petrus? Er sagt, ich werde wieder Fischer. Und das ist die Stimme, die du vielleicht auch kennst. Die sagt, game over. Es war nur ein Traum. Hat sich eine Zeit lang gut angefühlt. Ich habe gedacht, ich bin da irgendwie was geistlich Besonderes. Bin ich halt nicht. Du bist einfach nur ein Versager. Und dann kommt die Stimme des Feindes, der dich am Boden halten will. Und die dich fertig macht. Denn schlimmer als das Fallen, auch das sagen die Mystiker, schlimmer als das Fallen ist die Entmutigung nach dem Fallen. Weil wenn du fällst, stehst du auf, kein Problem. Aber wenn du fallst und Entmutigung auf dich einklopft, dann stehst du nicht mehr auf. Dann bleibst du liegen. Wie er. Er geht zurück zu fischen. Und jetzt ist das Beste. Er geht zurück fischen und fängt nicht mal was. Das finde ich die totale Ironie. Das ist wie ein Drogendealer, der sich bekehrt, sagt, ich höre auf Drogendealen und irgendwann sagt er, weißt du was, ich gehe wieder zurück zum Drogendealen und dann verkauft er nicht mal was. Dann will keiner seinen Stoff, also so etwa. Ne? Also es ist echt, nicht mal davonlaufen klappt so richtig.
Und er macht es die ganze Nacht. Ich weiß nicht, ob du mal die ganze Nacht wach geblieben bist und es hat nichts gebracht. Da wirst du echt emotional und es ist, bist emotional angekratzt in der Nacht sowieso. Und als die Nacht vorbei ist, hat er immer noch nichts gefischt. Der ist echt am Boden. Da ist nichts mehr von Rocky, da ist nichts mehr von Fels, da ist nichts mehr von ich bin besser als die anderen. Das ist sauber vorbei. Und dann auf einmal sieht er, dass da jemand am Ufer sitzt und sein anderer, sein Kollege, der sagt, hey, das ist Jesus. Und was ist Jesus? Und jetzt klickt was bei Petrus und er springt ins Wasser und schwimmt hin. Und ich finde das so berührend. Da ist ein Feuer. Naja, wenn du gerade aus dem kalten Wasser kommst und die Nacht durch gefischt hast, das Erste, was du willst, ist dich wärmen. Und Jesus hat dem Verräter ein Feuer angemacht. Wo hat denn der Verräter ihn verraten? An einem Wachfeuer, ein paar Nächte vorher. Da hat er sich gewärmt. Und da hat diese Magd ihn angesprochen. Du bist auch einer. Nee. Jesus macht ihm ein Feuer, um ihn zu wärmen. Und er macht ihm sogar Frühstück. Fisch und Brot ist drauf auf diesem Feuer. Der Petrus, der selber keinen Fisch gefangen hat. Jesus macht dem Verräter Frühstück. Und ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen aufgeregt ist. Wir wissen nicht, worüber sie reden. Einmal mehr, wenn du mich verraten würdest, ich hätte auch ein paar Fragen an dich. Wenn ich dich verraten würde, hättest du ein paar Fragen an mich. Wenn ich Jesus wäre, hätte ich gesagt, ah, du kennst mich auf einmal wieder, das ist interessant. Oder war diese Magd wirklich so furchteinflößend? Habe ich es dir nicht tausendmal gesagt? Habe ich dich nicht gewarnt? Was hast du da eigentlich gedacht? Stellst du dir das so vor mit diesem mystischen Weg? Stellst du dir das so vor, dass Petrus, der Chef der Apostel, toll, was hast du jetzt vor? Was sind deine Pläne? Solche Fragen würden wir erwarten. Und das Essen endet und Jesus stellt ihm auch eine Frage. Aber eine ganz andere. Und er fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Nochmal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wenn ich dich gerade verraten habe und wir uns das nächste Mal wieder treffen, ist deine erste Frage nicht, liebst du mich? Meine erste Antwort wäre, was soll die Frage? Du weißt, wie es um mich aussieht. Und genau das ist die Antwort von Petrus. Sagt, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt alles. Du weißt auch, wie wenig meine Liebe taugt. Und Jesus fragt ihn nochmal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und beim dritten Mal wird er traurig, weil er weiß, dass Jesus Bezug nimmt auf dieses dreimalige Verraten. Warum fragt er ihn dann dreimal? Das ist ja ganz schön fies. Will er ihn noch reindrücken? So? Nee. Das, was zerbrochen ist beim Verrat, ist ja nicht Jesu Liebe. Was zerbrochen ist, ist nicht, wie Jesus über Petrus denkt. Das wusste er vorher alles schon. Der hat ihn ja vorher schon gewarnt. Das, was zerbrochen ist, ist einfach das, was Petrus über Petrus denkt. Das ist zerbrochen. Und deswegen lässt Jesus ihn dreimal aussprechen, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe, um in ihm wieder seine wahre Identität zu wecken. Es ist wie, als würde er sagen, hey, mir ging es von Anfang an um diesen Punkt, nicht um den Äußeren. Es ist so unglaublich schön, dass Jesus auf die Suche geht nach diesem Herzen und gar nicht die Fragen stellt nach, wie konnt's dazu kommen, was hast du dir gedacht? Es gibt ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, das ich wunderschön finde, das in diese Richtung weist. Und er sagt, die Sehnsucht danach zu lieben, ist bereits Liebe. Weil Petrus sagt, du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das heißt, es ist eine schwache Liebe. Es ist alles andere als perfekte Liebe, aber eine, die offensichtlich für Jesus zählt. Und das ist genau der Punkt, wo die Entmutigung ansetzt, die dir sagt, wenn du nicht vollkommen liebst, vergiss es, du bist draußen. Du kommst da nie hin in diese inneren Wohnungen. Das ist die Stimme der Entmutigung. Und dann gibt es aber auch die Stimme der Liebe.
Und die Stimme der Liebe fragt nur, liebst du mich? Willst du mich lieben? Und jetzt antwortet Petrus ja. Und Jesus sagt, okay, dann ist hier dein Job wieder. Wir sind wieder im Geschäft. Weide meine Schafe. Was? Normalerweise würde man sagen, hey, du bist für 2 Jahre bist du auf Bewährung. Da kannst du mal ein bisschen mitarbeiten im Nebenbereich, aber weiß man noch nicht genau, wie es mit dir wird. Jesus sagt, nein, weide meine Schafe, hier bist du wieder. Wisst ihr, was mich an dieser Stelle überhaupt am meisten persönlich berührt? Jesus fragt ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Weißt du, was er nicht sagt? Petrus, liebst du mich? Was ist denn der Unterschied? Na, Petrus ist der Name, den er erst bekam. Das ist der Rocky, das ist der Fels, das ist der Apostel. Simon, Sohn des Johannes, warum denn Sohn des Johannes? Naja, weil bevor Jesus ihn rief, war er mit seinem im Familiengeschäft, war er Fischer am See Genezareth. Und wo ist all das? Es ist am See Genezareth. Es ist an einem Feuer. Es ist beim Fischen. Es ist wie, als würde Jesus die Zeit zurückdrehen und sagen, hey, ich habe doch nicht vergessen, woher du kommst. Ich habe doch nicht vergessen, dass du Simon, der Sohn des Johannes bist. Ich kenne sogar deinen Vater. Ich kenne deine Familie. Ich weiß, wo du herkommst. Und jenseits von all der Großartigkeit und was dann dazukommt im Laufe des Lebens und wo du lernst und wo du vielleicht auch tolle Sachen machst, ich kenne doch dieses zerbrechliche, einfache, fehlbare menschliche Wesen, das du bist. Von deiner Familie her. Du bist doch Simon, Sohn des Johannes, noch bevor du Petrus wurdest, noch bevor alles andere anfing. Und den frage ich, liebst du mich? Und hier ist Petrus wieder. Am See Genezareth, mit seinen Netzen, wie damals, als er auch nichts hatte. Und das Einzige, was er hatte, war dieses Jahr, dass irgendein Rabbi kommt, folgst du mir doch, ja, okay, folge ich ihm nach. Und Jesus sagt, schau, um dieses Jahr ging es mir doch. Von Anfang an nur. Und nicht um deine religiöse Leistung. Es ist genau das, was uns das Fest raubt und uns zum Zwieback verdammt. Zu sagen, ja gut, nee, wahrscheinlich ist es schon normal, einfach den Zwieback zu essen. Wo wir eingeladen sind zu einem Fest, das aber nichts zu tun hat mit unserer äußeren Großartigkeit, sondern nur, wie Teresa von Avila es nennt, mit der Geschmeidigkeit und Gefügigkeit unseres Herzens, das mitwirkt mit diesen Liebesverben, das sich einladen lässt in dieses Innen. Ihr Lieben, ich finde diese Aussage, dass Gott wirklich, ich wiederhole das in so vielen Vorträgen wie eine gebrochene Schallplatte, aber es ist halt so, dass Gott mehr interessiert ist an dem Echten, an dem Innen, an dem, was wirklich da ist, als an dem Außen. Dann sagst du, ja, aber was wirklich da ist, du solltest mal wissen, was da alles bei mir da ist. Ich habe keine Ahnung, aber du hast ja auch keine Ahnung, was bei mir wirklich ist. Dieses Innen, diesen Innenraum, den nur beste Freunde und geliebteste Menschen erahnen, diesen Innenraum bewohnt Gott. Er ist dir näher, als dein Inneres dir nahe ist. Und die Sehnsucht danach, ihm in Liebe zu antworten, ist bereits Liebe. Johannes Climacos, einmal mehr, der Mönch und Abt im Katharinenkloster, sagt, die Tränen über die eigenen Sünden oder den Zustand der eigenen Seele sind ein Bußwerk, das wertvoller ist als Fasten und Beten. Isaak von Nineveh sagt das Gleiche, ein orthodoxer Heiliger. Das heißt, na, was heißt denn? Das Gleiche, was Jesus sagt, Matthäus 5, selig die arm sind vor Gott, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, selig die traurig sind. Wenn du eine innere Zerknirschung hast und sagst, wow, mein Herz ist nicht da, wo es sein sollte, dann ist das schon der Schritt. Und es ist nicht nur der Schritt, dass Jesus anfängt, wieder mit deinem Herzen zu sprechen, sondern es ist auch der Schritt in die Fruchtbarkeit. Denn auf felsigen Boden ist das Wort bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, doch dann, wenn Bedrängnisse kommen, bringen sie keine Frucht. Was braucht ein Felsen, um zu fruchtbaren Boden zu werden? Er muss brechen. Felsen, die brechen, im Gebirge siehst du das, da kann was Grünes wachsen. Und Jesus antwortet mit diesen Bruchstellen. Deswegen kann er dann zu Simon Petrus sagen, jetzt weide meine Schafe. Jetzt
jetzt kann ich hier mein Wort in dich pflanzen und nicht mehr aus eigener Kraft. Du wirst jetzt nicht mehr dahin laufen, wo du vorher hinlaufen wolltest, sondern ich werde dich jetzt führen. Jetzt wirst du Frucht bringen und diese Frucht wird bleiben. Kehre zurück in dein Innen, wo die liebende Stimme deines Gottes dich lockt und dich ruft. Kehre zurück. Aus dem Blick der Menschen, aus deiner Sucht nach menschlicher Anerkennung, nach menschlicher Liebe, nach Ablenkung, kehr zurück an diesen inneren Ort, wo die liebende Stimme deines Gottes dich lockt und dich ruft. Übergeh dein eigenes Herz nicht im Gebet. Er hat eine Liebessprache und einen Weg der Liebe mit deinem Herzen. Niemand anders kann diesen Weg gehen, nur du. Niemand anders kann diese Beziehung mit Gott haben, die du haben kannst. Es ist dein eigener Schatz. Es ist dein eigenes Ticket, mit dem du eintreten kannst in dieses Königreich, in dieses Festmahl. Du allein hast den Zugang zu dieser Kammer im Herzen Gottes, die zugleich auf geheimnisvolle Weise die Kammer in deinem Herzen ist. Auch kein anderer Mensch kann dir so nahe kommen, kann dieses Allerheiligste in dir so betreten, wie jener, dem allein dieser Ort im Letzten gehört. Ich möchte schließen mit einem unfassbar schönen Zitat von einem großen Mystiker der Liebe, Bernhard von Clairvaux, 12. Jahrhundert. Du musst nicht über die Meere reisen, du musst keine Wolke durchstoßen und nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Ich möchte es nochmal vorlesen. Du musst nicht über die Meere reisen, musst keine Wolken durchstoßen, nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Da wartet er.